Willkommen zurück zu Battlezone Redux. Das letzte Mal haben wir die Grundausbildung gemacht. Warum? Ja, weil der Joystick angeschlossen ist. Und da braucht man natürlich da ein bisschen Übung, ganz, ganz klar. Steuert sich aber immer noch extrem schwammig. Also Zielen ist da wirklich, oder Treffen ist eigentlich, da kann ich auch einen W20 würfeln. Genau, wir schauen uns mal die Rote Brigade an. Und sind direkt auf der Venus unterwegs. Ja, warum auch nicht? Der Hinterhalt. Diese Kampagne ist nur für erfahrene Kommandeure konzipiert worden. Die CCA hat ihre Technologie deutlich verbessern können. Daher erfordern die Einsätze ein hohes Maß an Kampferfahrung. Das stimmt. Die ist also im Vergleich zu der NSDF-Kampagne, die mehr oder weniger ein Tutorial ist von mir aus und einem Stück für Stück neue Einheiten gibt, hier wird man direkt erschlagen mit Einheiten und Möglichkeiten und Bauzeug und so weiter. Und man schraubt auch direkt den Schwierigkeitsgrad hoch. Sehr nett. Einsatzziele. Lauern Sie dem amerikanischen Recycler auf und zerstören ihn. Vernichten Sie den amerikanischen Vorposten. Technikbericht General Karnov. Nein, ich werde es nicht auf hier Russisch vorlesen. Hat Professor Chesikov unter Druck gesetzt, die Produktion unserer neuen mobilen Golem-Kanonen zu forcieren. Wir haben einen Golem ausgesetzt, der Ihnen beim kommenden Einsatz behilflich sein wird. Er hat sich in der Nähe des amerikanischen Vorpostens am Eingang der Pässe versteckt, die auf unseren Stützpunkt zuführen. Dank der günstigen geografischen Lage sind die Amerikaner gezwungen, durch einen der drei Pässe anzugreifen. Sobald sich die Amerikaner für einen der Pässe entschieden und ihn mit ihrem Recycler betreten haben, ordern sie den Golem zur Navigationsboje Walker Zielpunkt und schneiden ihnen so den Rückweg ab. Sobald der Golem unterwegs ist, kommandieren sie die übrigen Einheiten zum Ausgang des Bases und zerstören den Recycler. Sie müssen Golems produzieren und in Position bringen, um beide Enden des Bases abzusichern und so die Zerstörung des Recyclers sicherzustellen. Ah, habe ich so, glaube ich, nie gemacht. Wenn ich jetzt mal so grob drüber nachdenke. Aber klingt verlockend. Ich meine, es gibt auch keinen, so wie vorher, irgendwie einen Sprecher, der uns das Ganze hier schön näher bringt. Also müssen wir einfach so ins Gefecht. Aber im, ja, die Mission an sich wird wieder schön mit Audios zugemüllt sein. Die Amerikaner begeben sich von ihren Geysiren im Osten zu denen kurz vor der Schutzzone unseres Stützpunktes. Okay. Dort werden sie unsere östliche Flanke angreifen. Verhindern sie das. Die Amerikaner müssen durch einen von drei Pässen. Sobald wir sicher wissen, durch welchen sie näher rücken, ja, bringen sie unsere Einheiten am Ende des Passes in Position und locken sie so in einen Hinterhalt. Wir gehen davon aus, dass sie versuchen werden, sich zurückzuziehen, sobald sie den Braten riechen. Um dies zu verhindern, haben wir eine Golem-Walker-Einheit am Eingang des Passes versteckt. Sobald sich die Amerikaner für einen der Pässe entschieden haben, müssen sie den Golem zum Walker-Zielpunkt schicken. Sie können so die Flucht der Amerikaner verhindern. Zerstören Sie unbedingt den Recycler. Alles klar. So, wir sind ganz im Südwesten gelandet. Und ich habe jetzt gerade meine ganzen Einheiten mal dahin beordert, wo sie eigentlich hingehören. Nämlich, dahin, wo es schön ist. So, zumindest die Idee. Ja, das hier sind Recycler. Wie gesagt, ich werde nicht viel erklären. Genau, Panzerstecher haben wir, Panzerabwehrstecher, Heavy Minigun. Können wir Verbund feuern und haben einen Donnerschlag. Wir sitzen in einem Saar-Panzer, schwerer Panzer der Sowjets. Haben auch noch einen Flanker dabei, das ist ein leichter Aufklärer und das hier ist unser Recycler. Genau. So, hier wird auf jeden Fall Material produziert. Nee, Einheiten wird hier produziert. Und ich mache den Trick 17. Kanone in Position. So. Einheit fertiggestellt. Warte auf Anweisungen. Fabrik. Gestartet. Fabrik produziert. Mehr Energie. Panzer. Verstanden. Jawohl. Einheit fertiggestellt. Versorgungsgedöns. Erwarte Befehl. Ich brauche mehr Energie. Er braucht mehr Energie. Unterwegs. Sehr gut. Ich habe mal keine Konstrukteure bauen mit Abwehr und Gebäuden und so weiter. Wäre zwar ganz günstig, weil ich damit dann den Kommunikationssatelliten zum Beispiel. Könnte ich ja nicht machen. Warum denn nicht? Soll ich das machen? Kommunikationssatellit? Ne, heute mal nicht. Heute mal nicht. Recycler hier. Sagen wir, lassen die noch einmal kurz. Ah, ne. Ja, dann muss ich es wahrscheinlich doch machen, oder?
Die müssen halt immer wieder hier nach Hause fahren. Das ist nicht so intelligent. Ja. Halt, das sind ja drei, Ahmed. Bin unterwegs. Genau, du bist unterwegs. Wir lassen habe den. Keine Energie. Den Rikikler mal folgen. So, du folgst mir mal kurz. Jawohl. Ja. Auf dem Weg. So. Geordnet. Jetzt haben wir die Versorgungseinrichtung und die Fabrik. Die lassen wir jetzt mal in Position. Mehr Energie. Stellung beziehen. Okay, war ein Irrtum, ja. Dass. Genosse, der amerikanische ja. Recycler und seine Eskorte sind unterwegs. Unterwegs. Wir können den Schrott nicht lagern. So, habe sind unterwegs. Energie. Das heißt, unterwegs. Der Walker ist irgendwo ganz im Norden. Wer ist der Rechte? So, und die Aufgabe ist ja, den zum NAV zu schicken, während ich hier unten einen weiteren Walker produziere. Produziere Einheit. Ja, die sind halt sehr langsam, die Einheiten. Wer ist der Rechte? Eigentlich könnte ich ihn jetzt schon losschicken, denn so dermaßen Einheit schnell sind die nämlich nicht. Soll ich das machen? Walker Zielpunkt, ja, nein, vielleicht. Ini, mini, mini. Gehe in Position. Komm, ich mach einfach mal. Auf dem Weg. So, hier haben wir einen dicken Golem Walker. Wer ist der Rechte? Ja. Unterwegs. Könnte ich im Grunde genommen. Fabrik hier. Verstanden. So, ist jetzt fertig. Ich brauche mehr Energie. Hier brauchst du mehr unterwegs. Energie. Auf wie so der wie ein Franzose klingt, fragt man sich, glaube ich, des Öfteren, ja. Was ich machen werde Energie. Ist. Ja, wohin soll ich denn? Ja, wohin denn? Verstanden. Ich weiß es nicht. So, jetzt können wir dem auch andere Waffen geben. Der hat hier eine dicke, fette Blasterkanone. Allerdings werde ich die mal. Waffe fertig. Werde ich das mal ein bisschen ändern. Denn der amerikanische Recycler betritt den oberen Pass. Oberer Pass, alles klar. So, eine Kanone 1 zum. Kanone zum NAV. Was ist los? Kanone zum NAV. 4 oberer Pass. Was ist los? Genau. Und der ist nämlich jetzt oben, wie man sieht, ganz im Norden. Er ist in der Nähe, sag ich mal. So, jetzt mal gucken, was machen wir da? Sprechen Sie. 2 oder 4 zum NAV 5. Bin auf dem Weg. So, jetzt werde ich meine Panzer. Unterwegs. Moment. Wie machen wir das denn am dümmsten? Wir machen. 1-1 geht zur NAV. Die Panzer und der Jäger, wie man hier sieht, die werden sich jetzt hier erstmal zum Mittleren begeben und jetzt schicke ich sie ebenfalls zu Zone auf 3. Wir wollen sie nämlich nur ein bisschen, ja, hoffentlich erschrecken. So, 2-1. Wird hier neben mal Stellung beziehen. So, und der dicke Walker wird sich dahinter irgendwo aufstellen. Die werden nämlich durch den nördlichen Ding ins Kirchen kommen. Oh. Das heißt, ich gebe mir auch selber mal eine vernünftige Waffe. Waffe fertig. Jawohl. Genosse, der amerikanische Recycler ist schon zur Hälfte durch den oberen Pass. Ach ja. Na gut, das stimmt schon. Dann. Was machen wir denn am sinnlosesten? Genosse, der Golem ist in Position. Ja? So. Und wie man sieht, die anderen Einheiten fahren auch in die Richtung. Ich würde sagen, wir packen mal ein. Zu Ihren Diensten. Habe keine Energie. Bin unterwegs. Brauche mehr Energie. Verstanden. So. Wir können den Schrott nicht lagern. Ja, das ist klar. Bin ihr dürft unterwegs. Mal alle unterwegs. Euch bei der Boje sammeln. Jetzt machen wir das Gleiche, was wir mit den Kampfeinheiten gemacht haben. Machen wir jetzt nämlich auch nochmal. Der hat jetzt nicht nur die Blasterkanonen, sondern hat jetzt auch einen Superstecher. Klingt komisch. Bereit. Klingt wirklich komisch, aber ist so. Unterwegs. Brauche mehr Energie. Wir schicken jetzt mal die Einheiten Verstanden. Alle zur Navigationsboje am Walker-Zielpunkt. Und da hinten sehen wir's. Wie erwartet, flieht der amerikanische Recycler. Ja, es dürfen nicht alle fliehen. Bevor er entkommen kann. Genau. Das Kleinvieh kommt nicht mit. Und jetzt müsst ihr von hinten gleich, zack, da wird fleißig geschossen. So, die werden weg vom Fenster. 1-5 darf mir mal folgen. Folge. Jetzt versuchen wir die mal ein bisschen zu. Ja, genau. Provozieren. Provoziere.
Aber die brauchen nicht so richtig, ne? Oh Mann, ist das mit dem Steuern krass. Na? Ne, ich treffe sie so nicht. Das ist natürlich verrückt. Fahren sie fleißig zurück. Ich will sie mal ein bisschen aufhalten. Ich werde die noch ein bisschen anknuspern gern, die Leute. Am besten nicht die beiden Panzer noch. Ach ja, so viel zum Thema. Ja, ich habe auch einen Walker. Okay, ich kann das so nicht steuern. Ja, ein bisschen was an Schaden machen wir, ja. Vor allem die Schussfrequenz der beiden ist unterschiedlich. Das ist auch sehr angenehm. Und die Reichweite allerdings auch. Okay, ich bin schon so ein bisschen angeknabbert. Aber die Panzer, wie gesagt, die hätte ich ganz gerne so ein bisschen... nicht mehr so funktionsfähig. Der Walker, der mir hinterherläuft, ist ein bisschen weiter weg. Aber das Gute ist, die werden jetzt hier schön in so eine Art Hinterhalt gelockt. So. Der kann eigentlich mal Position gehen, der Recycler. So, den hätte ich gern. 4, 3. Genau da. Jetzt sieht man. Mache mich bereit. Östlich von mir. Dass alles hier in Position ist, mehr oder weniger. Allerdings wäre es möglich, dass sie nicht so wirklich darauf reagieren. Und wenn er mir den Recycler angreift, habe ich ein Problem. Wir lassen mal direkt den Recycler angreifen. Von unserem... was auch immer. Oh, unser Recycler wird angegriffen, das ist natürlich schlecht. So. Das ist gut. So, wir machen hier fleißig mit. Scavenger, ja, den kriegen wir wieder. Das ist kein Thema. Alles klar. Haben wir den Golem verloren? In der Entstehter. Also hier jemand fleißig, das ist gut. So, Recycler haben sie ein bisschen angeknabbert. Aber es macht nichts. Jetzt produziere ich hier fleißig Dinge. Und da ist Feind. Oh Mann. Erwischt. Einheit fertiggestellt. Ja, wir brauchen mehr Reparatur. Produktion gestartet. Und Munition eigentlich auch. Einheit fertiggestellt. So. Produktion gestartet. Dann können wir die ganzen Köpfe halt mal hier vorne hinstellen. Einheit fertiggestellt. So, fast. Fast gut momentan. Ja, dem müsste ich eigentlich auch andere Munition verpassen. Versorgungseinrichtung hier. Hm, die Frage ist jetzt, soll ich den nach vorne oder lasse ich ihn da hinten stehen? So. Wir werden auf jeden Fall noch angegriffen werden. Ich könnte jetzt mit der ganzen Meute mal ein bisschen vorfahren. Munition haben wir ja noch. Das sind schon einige. Und vor allem mit ihm hier im Schlepptau. Wir könnten ja mal sagen, ihr alle werdet nachgeladen. Lade nach. So, jetzt müsste aus Südwesten, man sieht's, kommt jede Menge Munition. Ihr könnt schon angreifen, so ist es nicht. Wieder einer weniger, genau. So, schön die Aufklärer angreifen. Wieder einer weniger. Sehr schön. Also, ein bisschen mehr Schrott haben wir jetzt auf jeden Fall mal. Dann, oh ja, die Munition von dem Kollegen ist leer. Wer ist der Rechte? Munition erschöpft. Wie wäre es denn, wenn wir erstmal ein bisschen Munition rankarren lassen, noch zusätzlich? Lade nach. Munition fertig. So, dann geht ihr mal irgendwie in Position. Recycler hier. Dann machen wir ein bisschen was von dem Müll hier weg und dann bauen wir noch, würde ich sagen, noch ein paar Golems. Obwohl, wie kann ich denn noch? Ja, 12 Stück. So, jetzt warten wir ganz kurz einen Moment ab. Dann wechseln wir nämlich den Recycler mit der Fabrik aus und die kann dann mal fleißig produzieren. Was braucht denn so ein Vieh? Ich weiß es gar nicht. 12? 14? Irgendwie sowas in den Dreh rum. Jetzt haben wir noch einmal hier das Material. Ach komm, wir machen da einfach den Sack zu. Wenn er voll ist, ist er voll. Ja, Panzer. Panzer böse. Und schon geht's los. Was haben die denn kaputt gemacht? Genosse, wir haben entdeckt, dass die Amerikaner Panzer. Zusätzliche Einheiten vom Nordwesten her schicken. Fangen Sie sie ab, bevor sie ihren Stützpunkt erreichen.
Gut. Dann nehmen wir einfach mal die. Die kommen nämlich jetzt quasi. Würden mich von hinten angreifen. Wenn man es nicht weiß, ist es ziemlich gemein. Aber so eigentlich ganz gut machbar. So, und den können wir jetzt quasi von Munitionskiste zu Munitionskiste manövrieren. So. Er braucht noch mehr Munition. Zum Glück stehen die Kanonen da unten im Südwesten. Das heißt, wenn sie den kürzesten Weg nehmen sollten durch den oberen Bass, dann, naja, sind wir auf jeden Fall mal in der Lage, die aufzuhalten oder zumindest ein bisschen anzuknabbern, dass sie nicht mehr die komplette Truppe anrückt. Das müssen wir auf jeden Fall zuallererst machen. Ich könnte natürlich auch mit einem Trupp mal nach... Wo ist denn Reparatur? Da. Eins, so der Panzer repariert sich mal. Und eine weitere Reparatur, bitte. Wenn er das gemacht hat, können wir mal austauschen und den an die Produktion von neuen Dingen gehen. So. Ist mir klar. So, jetzt brauchen wir wieder fleißig andere Dinge. Und im Südwesten, man sieht's, sie greifen aus Süden an. Und sie kommen tatsächlich durch den nördlichsten Pass. Aber wir werden von beiden gleichzeitig in die Zange genommen. Das ist nicht gut. So, ein Panzerchen. Panzer muss weg. Ich kümmere mich mal um die stillstehende Kanone. Dass sie hier nicht festzecken kann. Das wäre nämlich, glaube ich, nicht gut. Okay, wir haben die Einheiten im Rücken verloren. Das ist auch nicht toll. Gut. Dann, was machen wir jetzt? Können wir eigentlich wieder zurückschicken, aber ich behalte sie mal hier, spaßhalber. So, wir brauchen Walker. Bomber könnte man natürlich auch machen, aber naja. Genau, auf den Walker müssen wir ein bisschen aufpassen, der aus Westen angelatscht kommt. Aber im Grunde müssen wir auf beide Seiten achten, das ist alles nicht so ganz, ist alles nicht so ganz schick. So, komm, als weiter die dicken Jungs produzieren. Und zwar... Wer ist der Rechte? Ja, der könnte ich mal ein bisschen Munition vertragen. Und da kommen sie schon. Einheit fertiggestellt. Aber nur eine Kanone, das kann dann der Jäger übernehmen. Oh, Feind. Sayonara. Er ist zu höherem berufen. Ja, das hoffe ich. Sie ausschalten. So. Jetzt hier wieder Ärger. Kein Thema. So, zum NAV 3. Das brauchen wir auf jeden Fall. Machen einfach nur... Oh! Alle angreifen den Nachzügler. Wahrscheinlich Panzer, oder? Ja, selbstverständlich. Und kriegt direkt... Zack! Die Blasterkanonen ab. Aber nicht nur. Ein paar Superstecher waren auch dabei. Hervorragend. Okay. Einheitenfabrik hier. Verstanden. Alle greifen mal bitte den... Ach, das ist ein Kanönchen. Ja, gut. Warte auf Anweisungen. Ich brauche mehr Energie. So. Jetzt kommt die Fabrik da weg. Habe keine Energie. Bin unterwegs. Ja, wohin soll ich denn? So, wir haben noch einen Scavenger. Das ist gut. Scavenger bitte mal hier. Unterwegs. Ich brauche mehr Energie. So, jetzt müssen alle mit... Was produziert niemand? Alle Einser werden jetzt nachgeladen. Ne, werden sie nicht. Warum nicht? Versorgungseinrichtung hier. Machen wir zuerst mal die hier wieder ganz und reparieren die. Vielen Dank. Reparatur Flanker fertig. Wird Flanker repariert. Hier. Vielen Dank. Reparatur fertig. Wer ist der eines von Rechte? 6 wird nachgeladen. Golem hier. Das sind Golems. Wer ist der Rechte? Lade nach. Und dann können sie wieder weg. Achso, die hängen alle hier fest. Ah, interessant. Okay. Erwarte Befehl. Flanker hier. Ja, KI. Haben sie nie verbessert. Brauche mehr Energie. Verstanden. Moment. Moment. Jetzt sind sie alle an der Fabrik, die da drüber hing, fest gehangen, weil die Fabrik über der Station geschwebt hat. Oder ist, oder wie auch immer. So, Munition, bitte mal abholen. Kriegt ihr das hin?
Ja, der Flanker muss mal ein bisschen nach hinten. Komm, ihr geht alle mal nach vorne. Wer braucht am meisten Munition? Der erste Walker hier. Ich hoffe mal, das funktioniert auch. Vielleicht schubsen sie jetzt die Bojen weg, die Munitionsbojen. Nicht wirklich, okay. Ich bin mal gespannt. Okay, jetzt sammelt er wieder Schrott. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal was. Dann müssen wir das Ganze doch wieder händisch machen. Und ich gehe mal schauen, ob es irgendwo Feind gibt. Man kann natürlich auch selber Navigationsbojen setzen. Das ist auch ganz günstig. Hier zum Beispiel wäre es ganz praktisch. Da kann man nämlich die Einheiten hier sozusagen vor der eigentlichen Basis parken. Ich will nur mal schauen, nicht, dass da irgendwelche... Na, packen wir es mal hier hin. So. Das heißt, ich kann all meinen Einheiten sagen, ihr begebt euch jetzt zu meiner gesetzten Navigationsboje Nav. Abgesehen von dem Vierer, der kann nämlich mal... Eigentlich sollte sich ja reparieren. Okay, du folgst mir mal ganz kurz. Verteidigen. Ist das nicht bei reparieren? Ach so, das funktioniert natürlich nur, wenn die Versorgungseinrichtung steht. Klar. So. Schnappt er sich da links die Reparatur? So, jetzt wieder voll da. Der Walker könnte auch mal sowas vertragen. Aber jetzt müssen wir erstmal den ganzen Schrott hier einsammeln lassen. Und danach wechseln wir wieder durch. Das heißt, dann kommt der Recycler weg. Dann kommt du. Genau. Der kommt jetzt mal zu mir. Der wird mich jetzt, oder meine Flanke wird er sichern. Jetzt versuchen wir mal an die Munition zu kommen. Nein, die ist leider nicht mehr erreichbar. So. Fünf dicke Golems. Das sollte eigentlich ausreichen. Man könnte natürlich auch... Ja, so ein bisschen vorher schon für ordentlich Munition sorgen. Leider verschießt die komische Versorgungseinrichtung immer in so einem krassen Bogen. Das heißt, man darf erstmal warten, weil die Sachen ballistisch abfeuert. Man könnte natürlich auch mit der Versorgungseinrichtung solche Bomben werfen. Haben wir das mal gemacht in der NSDF-Kampagne? Ich weiß es gar nicht. Da könnte man den Geschützturm so ein bisschen... Na, der kriegt halt einen aufs Dach. So einfach. Ja, wenn man den Recycler durchlässt, dann produzieren die ständig Einheiten, beziehungsweise der bekommt ständig neue Einheiten gespawnt. Das macht es nicht einfacher. Und die KI auch wieder interessant, wenn sie mich auf dem Kieker hat, dann, ja, dann will sie meistens nicht. Was man machen könnte, ist zum Beispiel hier mit Haubitzen arbeiten. Die schießen dann schön, da passt es dann, schön ballistisch in die Luft und dann kann ich den Strom ausschalten. So, mach ich auch mal spaßhalber. Andererseits eigentlich nicht. Was ich jetzt machen werde, ist... Ach ja. So, Recycler kommt weg. Das ist gut. So. Jetzt dürft ihr die Versorgungseinrichtung übernehmen. Ja, wohin sollst du denn? Aufpassen nicht, dass er wieder meint, er müsse jetzt in den Südwesten fahren. Ja? Ja, wohin soll ich denn? Ja, wohin soll ich denn? Oh Gott. Ich brauche mehr Energie. Produktion kann gestartet werden. Okay, ich habe es begriffen. Dann machen wir mal Folgendes, und zwar... Wieso geht Nachladen nicht? Ach, weil manche davon nicht leer sind, deswegen... Sprechen Sie. 5, 6. Wer ist der Rechte? So, Nachladen. Lade nach. Genau. Munition fertig. Versorgungseinrichtung hier. Produziere. So. Das haben sie leider auch nie hinbekommen, irgendwie. Produziere. Ja. Munition fertig. Versorgungseinrichtung hier. Produziere. Genau. Munition fertig. Die drehen sich jetzt, warten auf ihre Munition. Und leider hat man jetzt permanent das Geschwätz von ihm. Versorgungseinrichtung hier. Das Problem ist, dass ich es nicht ausstellen kann. Denn ich meine, dann hört man auch sonst keine. Obwohl, das soll ich nochmal testen? Weil das ist ja schon extrem nervig. Andererseits, naja, so krass ist es nicht. Aber sie sind alle hängen geblieben. Oh Mann, ich krieg das
kalte Rechen. Habe keine Energie. Gut. Dann haben wir jetzt. Dann haben wir jetzt Pech. Ich brauche mehr Energie. Nein, ihr geht zu. Bin unterwegs. Genau, ihr geht mal zur Nacht. Energie. Also nochmal. Eins. Ja, 3, 5 und 6. Alle mal nachladen. Lade nach. Munition fertig. Ja, Genosse. Lade nach. So. Ja, Genosse. Werden hier alle fleißig aufmunitioniert. Ja, Genosse. Und sie bleiben wieder hängen. Was ist denn hier los? Moment, ich muss aber nachschauen. Versorgungseinrichtung hier. Was ist jetzt schon wieder los? Wieso bleiben die in der Luft einfach hängen? Was soll denn der Schwachsinn? Ach, weil die... Oh, ja, weil die... Die Munition bleibt an der Munition hängen. Weg mit dir. Mein Gott, okay. So, weg damit. Dann machen wir das anders. Habe keine Energie. Genau, das ist keine Energie, ist schon klar. Nähere mich Geysir. Ja, ist halt anstrengend, aber ich brauche halt ein bisschen Munition. Die Frage ist, brauche ich wirklich Munition? Gehe in Position. Wahrscheinlich. So, hat er das abgeladen? Ja, hat er. Das reicht eigentlich schon, oder? Ach komm, wir machen... Einmal davon noch abladen. Einmal davon noch... Normalerweise muss man so dermaßen viel, ich sag mal, Babysitting nicht betreiben. Das geht eigentlich auch, das geht anders. Aber hier haben sich jetzt halt Dinge ineinander verfangen. Sehr ungünstig. So. Bin unterwegs. Habe jetzt schleudert er meine Fahrzeuge schon davon oder meine Versorgungseinrichtung. Das ist natürlich frech. So, er geht bitte mal dorthin, der Herr. Ich brauche mehr Energie. Richtig. Unterwegs. So, 1. Ja, Genosse. Jawohl. 3, 5 und 6. So. Wir haben 10 Schrott gesammelt und... Produktion kann jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Munition fertig. Ja, Genosse. Und der Erste hat so wenig Munition. Lade nach. Ich weiß, dass wir den Schrott nicht lagern können. Ja, Genosse. Lade nach. 1, 2, 3. Perfekt. Versorgungseinrichtung. Wie war's mit einem Reparaturkit? 1-1 muss repariert werden. Das machen wir auch noch. So. Hinfort mit dir, Bettler. So. Unterwegs. Erwarte Befehl. Ja, natürlich. Moment. Habe keine Energie. Dann wechseln wir das wieder. So, beiseite. Ein bisschen Schrott haben wir noch. Aber das haben wir zumindest jetzt. So. Und jetzt dürfte auch der Rekikler hier wieder schön arbeiten. Gehe in Position. Genau. Der gerade schön sammelt. Ich hoffe mal nicht, dass wir von hier aus noch angegriffen werden könnten. Halt, oder fahre ich da hin? Achso, Richtung Feind. Sehr schön. Und mein Kollege ist immer bei mir. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt wollen wir nochmal schauen. Sind die alle offen munitioniert und repariert und gemacht und getan? So sieht jedenfalls so aus. Sehr gut. Und die Reparatur ist auch angekommen. Hervorragend. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Angriff. Oder gehen wir zu NAV 2. Bin ich ja mal gespannt. Halt, du darfst mal... Bin unterwegs. Du darfst mal ebenfalls mich verteidigen. So, die Walker marschieren vor und die... Der Flanker, der Panzer, Zar und der Aufklärer, die folgen mir einfach mal. Ja, nee, ist okay, lad ruhig nach. Was machst du denn? In Bewegung. Ach so. Ihm wird nichts passieren. Ja, bin ich aber froh. So, genau. Flanker, leichtes Angriffsfahrzeug. Der Flanker ist ausgestattet mit 2 Kanonen und einer Raketenaufhängung. Also mit der Versorgungsgeschichte kann man auch die. Standardsausrüstung oder Bewaffnung ändern. Bin ich auch mal gespannt, was hier passiert. Also, und er greift mich schon an. Hervorragend. Ich wurde beschossen. Man sieht rechts oben auch die Kamera. Die guckt in meine Richtung so ein bisschen jedenfalls. Und wir lassen aber die Walker, während das Ding auf mich zielt, hier mal machen. Aber vielleicht greifen auch Eier. Flanker hat es schon begriffen. Der Panzer noch nicht so ganz. Ah doch, jetzt, man sieht's auch. Auch der hat mitgeholfen. Hervorragend.
So, was machen wir da? Ich würde sagen, wir schicken eins. Golem hier. Die beiden Walker 1 und 2 schicken wir zur Fabrik vor. Ich werde sie ausschalten. Golem hier. Und 5 und 7 schicken wir zum Silo. Ich werde sie ausschalten. Andererseits ist das eine ziemlich dumme Idee. Aber mal schauen. Ah ja, sehr gut. Sie gehen eigenständig gehen sie auf die Sachen los. Das wird es nicht lange überleben. Genosse, die amerikanischen Schrottspeicher wurden zerstört. Ja, Kanönchen steht im Weg. Da ist noch ein Dingskirchen. Ich werde sie Komm, ausschalten. Alles Vollgas. Greift erstmal an. Das Kraftwerk muss erstmal weg. Wieder einer weniger. Genau. Wieder einer weniger. Da scheint Feind zu sein. Gewesen zu sein. Ich werde sie ausschalten. Scavenger. Wieder einer weniger. Alles weiter vor. Was haben wir da? Fabrik? Geschützturm? Komm, direkt auf den Geschützturm. Ich werde sie ausschalten. So, wir schauen mal ins Cockpit. Rechts oben sieht man es jetzt. Aha, der Turm dreht wahrscheinlich gleich. Und da geht's los. Auf den Panzer wird geschossen, während der Flanker zusätzlich noch drauf rotzen kann. Jetzt wird der beschossen. Ja. Können Sie nicht so recht entscheiden. Das war's. Und jetzt ist die Fabrik dran. Und da hinten natürlich noch das andere Kraftwerk, muss auch weg. General Karnoff wird über unseren Sieg erfreut sein. Vielleicht werde ich sogar befördert. Ich werde Ihnen die guten Neuigkeiten sofort wissen lassen. Niedlichsten Sie schon. Einsatz erfolgreich. Sehr gute Arbeit an der östlichen Front, Genosse. Während Sie erfolgreich im Kampfgebiet kontrollieren konnten, erging es anderen von uns nicht so gut. Wir haben die unfähigen Kommandanten des Amtes enthoben und verlassen sie jetzt ganz auf Sie, damit wir den technischen Vorteil beibehalten, den wir erlangt haben. Die Venus ist eines unserer wichtigsten Forschungszentren geworden, seit unsere Einheiten vom Mars mit einem ktonischen Logbuch fliehen konnten. Dank dieses großartigen Fundes konnten unsere Techniker neue Waffenfahrzeuge entwickeln, die sie ja bereits im Einsatz gesehen haben. Leider ist der Planet nicht mehr sicher genug, um hier weitere Forschung anzustellen. Der General hat uns Befehl erteilt, unsere Entscheidungsträger von der Venus zu evakuieren und nach Titan zu bringen. Oh, geht's direkt hier los. Sehr schön. Sie sind eine der Schlüsselpersonen bei diesem Ziel, Genosse. Obwohl, wir müssen erstmal entkommen. Ich glaube, das wird ziemlich übel. Die nächste Mission, da entscheidet sich dann, ob das funktioniert mit dem Joystick oder nicht. Ist nämlich eine Escort-Mission. Wir alle kennen sie, wir alle lieben sie. Sie sind einfach ein Traum. Genau. Aber das bis zum nächsten Mal. Das war die erste richtige Mission der CCA, der Roten Brigade. Mal nächstes Mal geht's hier weiter. Und dann hoffentlich, ohne dass wir hart aufs Maul bekommen. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.